Man kann sich wohlfühlen als Rentner auf dem Land. Aber wenn die Senioren das Ortsbild prägen, weil die Jungen längst fortgezogen sind, kann aus Landlust schnell Landfrust werden. Verlassen, verloren, vergreist. Ist das die Botschaft, die sich hinter dem demografischen Wandel verbirgt? Wir haben einen Bevölkerungsschwund wie seit der großen Pest im Mittelalter nicht mehr, sagen Demografieexperten. Und sie prognostizieren, dass einige Orte ganz von der Landkarte verschwinden werden. Dörfer, in denen es schon heute keine Schule, keinen Laden, keinen Betrieb, keine Kneipe mehr gibt. Ist diese Tendenz der schrumpfenden Dörfer und Städte noch aufzuhalten oder gar umzukehren? Warum haben all die Aktionen, junge Leute auf dem Land zu halten, nichts genützt? Sollte nun die Politik mit Wegzugs- oder Abrissprämien deutliche Signale gegen bestimmte ländliche Regionen setzen? Erlbach im Vogtland. Wer hier vor der Gemeinde wartet, fährt schon lange kein Auto mehr, gehört zur graumelierten Mehrheit im Ort und will nach Markneukirchen mit dem Seniorenbus. Es geht zum Arzt, in die Apotheke, zum Einkaufen. Also wo wollen wir heute aussteigen? Am Ärztehaus steigen wir aus. Ja. Und an der Raiffeisen und im Neubau. Ja, gut. Die meisten Mitfahrer leben allein. Einige haben den Partner schon verloren. Die Kinder wohnen oft fern der Heimat. Das Durchschnittsalter im Bus liegt ungefähr bei 80 Jahren. Das kann auch die Busfahrerin nicht wirklich senken. Sie ist Anfang 40 und Angestellte der Gemeinde. Kerstin Echtner fährt zweimal pro Woche den Seniorenbus. Ein noch bis Ende des Jahres vom Freistaat gesponserter Service. So, bitte Ihr Einkauf. Dann guten Einkauf. Ja, danke. Bis 10:30. Erlbach liegt direkt an der tschechischen Grenze. Das 1700-Seelendorf schrumpft seit Jahren langsam. Aber es ziehen wieder junge Familien hierher. Der Ort wird in der Statistik etwas jünger. Genauso hat sich das in die Geburten niedergeschlagen. Bis 2006 7,5 Kind pro Jahr. Und seit 2007 bis 12 12,8. Also das ist eigentlich der positive Aspekt, obwohl wir halt immer trotzdem weniger werden. Vor 20 Jahren lebten noch deutlich mehr Menschen in Erlbach. Lohn und Brot fanden sie auf dem Land, in der Musikinstrumentenindustrie der DDR und in kleinen Handwerksbetrieben. Letztere haben den wirtschaftlichen Strukturwandel der Region überlebt, aber die großen Betriebe sind verschwunden. Geblieben sind die Häuser mit den netten Vorgärten und viel Platz. Denn mit dem Vorzug vieler Erlbacher nach der Wende, fast 20% der Einwohner, gibt es freien Wohnraum im Dorf. Mitunter bewohnt nur eine Person ein ganzes Haus. Das eine oder andere Gebäude steht verlassen da, weil die Verwendung dafür fehlt. Doch der Bürgermeister verbreitet grenzenlosen Optimismus. Es wird immer noch zurückgehen, das werden wir nicht verhindern. Aber man sieht eben aber auch den positiven Trend. Wir haben fast keine Baulücke mehr im Ort. Wir haben noch ein Baugebiet um in Linden her, das ist jetzt auch belegt, also da wird auch gebaut. Und jetzt, ich hoffe so, ab August haben wir ein neues Baugebiet, dass wir bis dahin alle Genehmigungen haben. Und das ist auch schon wieder voll, wo die Leute bauen. Und das ist doch eigentlich was Positives. Denn wenn ich mal ein Haus baue, dann möchte ich auch da bleiben. Und da habe ich mir das aber auch schon vorher überlegt und sage, was ist denn los in dem Erlbach? Kann man hier wohnen und leben? Ja, und ich denke, die sagen dann ja und bauen. Seif-Hennersdorf in der Oberlausitz befindet sich ebenfalls direkt an der tschechischen Grenze. Den Ort schmücken umgebinde Häuser, wovon inzwischen jedes fünfte Haus leer steht. Seine Bewohner sind fortgezogen, der Arbeit hinterher. Seitdem hat Seif-Hennersdorf über die Hälfte seiner Einwohner eingebüßt. Von ehemals 9.000 leben heute noch rund 3.900 Menschen hier.
Was früher in den guten Zeiten brummte, ist heute verwaist. Den Leerstand verwaltet meist die Gemeinde. Wie das Grundstück des ehemaligen VEB Herrenmode, ein alter Industriebau, den Seifennersdorf gern neu belebt hätte. Wir haben immer gedacht, wir können die Abrissobjekte dann in eigener Regie revitalisieren. Es musste ja nicht immer Abriss sein. Man hätte auch können das eine oder andere dann sanieren und vielleicht eine andere Nutzung wieder zuführen. Aber uns fehlen ja nicht nur die Mittel dafür, sondern auch die Nutzungen und die Nutzer. Bei so wenig Einwohnern wird halt vieles auch nicht mehr gebraucht. Früher wurden Tausende hier gebraucht. Das dokumentieren die Industriebrachen. Die abgewrackten Zeugen erzählen vom einstigen Industriedorf der DDR, das heute verschwunden ist. Und mit ihm viele seiner Menschen und Arbeitsplätze. Also alle Textilfirmen verschwunden, dann das Backwarenkombinat verschwunden, dann VEB Robur verschwunden. Also die sind komplett weg. Die kleineren Textilbetriebe sind alle weg. Und von der einstigen Größe als zweitgrößtes Industriedorf der DDR sind 6 Firmen erhalten geblieben und 2 haben sich hier angesiedelt. Glück hatten die Klavierbauer in Seifennersdorf. Der VEB Piano Union wurde 1992 von Bechstein gekauft, die Produktion in der Oberlausitz belassen. Es hätte Schluss sein können. Wir alle waren sehr skeptisch nach der Wende. Wir hatten hier zum Beispiel im Ort 5 Schuhfabriken, wo jeder gesagt hat, Schuhe braucht jeder Mensch, wann braucht man Klaviere? Und wir haben gesagt, ja, wahrscheinlich werden wir hier die Verlierer sein. Aber es ist umgedreht geworden. Die Schuhfabriken haben geschlossen, die Textilbetriebe haben geschlossen und unser Betrieb hat überlebt. Das Wunder von Seifennersdorf. Die mehr als 100-jährige Tradition des Klavierbaus in der Oberlausitz lebt fort. Bechstein ist mit 200 Mitarbeitern der größte Arbeitgeber im Ort. Aber Bechstein hat Probleme. Weniger mit der Konkurrenz aus Asien, vielmehr mit der Jugend hierzulande. Es fehlen junge, gut ausgebildete Leute in der Region, die den Fortbestand der Firma nachhaltig sichern. Dabei bildet das Unternehmen selbst aus. Nur ist die Auswahl an jungen Leuten begrenzt, weil immer weniger da sind. Die jungen Leute aus dieser Region haben schon die Tendenz, also zu schauen, was gibt es also sonst für Möglichkeiten. Die Möglichkeiten, Arbeit zu finden hier, sind relativ gering. Und andererseits haben wir auch junge Leute ausgebildet, die für eine kurze Zeit weg waren. Und dann sind sie zurückgekommen in die Heimat. 1990 lebten in Sachsen noch 4,9 Millionen Einwohner. Die Zahl sank auf etwa 4,1 Millionen Ende 2011. Das Durchschnittsalter stieg von 39,4 auf 46,4 Jahre. Während 1990 nur jeder 6. 65 und älter war, so war es 2011 schon jeder 4. 2025 wird es fast jeder 3. sein. Der demografische Wandel verändert nicht nur Sachsen, sondern ganz Ostdeutschland, weiß Dr. Rainer Klingholz vom Berlin-Institut für Bevölkerung. Der Wissenschaftler forscht schon länger an dem Thema, das besonders den ländlichen Raum gefährdet. Mit dem Wegzug der Menschen aus den ländlichen Gebieten ist dann auch die Infrastruktur, die soziale Infrastruktur zurückgefahren worden. Sprich, es sind Schulen geschlossen worden. Seit der Wende sind im Osten Deutschlands über 2000 Schulen geschlossen worden. Der Bus fährt nicht mehr, die Bahn fährt nicht mehr, der Laden schließt, die Bank schließt und so weiter und so fort. Das heißt, es wird einmal immer unattraktiver und gerade auch für Familien mit Kindern, mit jungen Kindern, unmöglicher fast dort zu leben. Das Landleben bald nur noch ein Stillleben? Müsste nicht eigentlich die Politik den demografischen Niedergang der Dörfer stoppen? Mit Programmen und Konzepten? Der Einzelne hat sein Leben in der Hand. Und das wird auch der demografische Wandel nicht verändern. Und das ist auch von Seiten des Staates nicht lenkbar. Der Staat hat die Aufgabe, übrigens nicht nur alleine, sondern mit allen Beteiligten zusammen. Der Staat hat die Aufgabe, infrastrukturell dafür zu sorgen, dass überall in Sachsen Menschen wohnen und glücklich sein können. Das Glück des Landes und des Dorfes liegt in seinen Kindern. Das wissen die Erlbacher.
Deshalb hat die Gemeinde in den Kindergarten investiert und etwas geschafft, wovon andere Dörfer nur träumen. Der Trend in Erlbach geht zum Zweit- und Drittkind. Selbst aus dem 4 Kilometer entfernten Markneukirchen werden Kinder hier angemeldet. Längst nicht alle können aufgenommen werden. Der Kindergarten ist fast überlastet. So ist er ausgelastet, wenn man das so sagen darf. Es ist ein sehr, sehr alter Kindergarten schon. Den gibt es schon sehr, sehr lange. Und vor 4 Jahren haben wir dann diesen Anbau noch gemacht. Dadurch haben wir jetzt die Betriebserlaubnis für 65 Kinder. Es sind nicht sehr viel mehr geworden wie im Vorfeld. Da haben wir 59. Aber es sind halt jetzt optimale Bedingungen. Auch für die Grundschule in Erlbach wurde eine Lösung gefunden. Die besuchen auch Kinder aus Markneukirchen. So wurde es vor Jahren zwischen Gemeinde und Stadt vereinbart. Wer aufs Gymnasium oder die Mittelschule will, fährt Bus. An der Schule ist im Osten sicher fast wichtiger als die Kirche im Ort, obwohl man ja immer sagt, man soll die Kirche im Dorf lassen. Die Schule, gerade eine Grundschule, ist eminent wichtig, weil die Eltern nicht bereit sind, ihre Kinder auf einen Schulweg von 30, 40 Kilometern zu schicken, was in bestimmten Regionen irgendwann mal an der Tagesordnung wäre. Es haben, wie ich schon gesagt habe, viele Schulen geschlossen, gerade die Grundschulen. Und da muss man schauen, dass man die Orte nicht durch den Wegnahme der Schulen so unattraktiv macht, dass man sie praktisch künstlich schließt. Die Seifenersdorfer müssen für ihre Mittelschule im Ort kämpfen. Seit 2 Jahren demonstrieren Eltern, Großeltern, Kinder mit Plakaten und Sitzstreiks gegen die Schulschließung. Auch die Gemeinde klagte, bis nach Karlsruhe. Den Schulstreit belegen ganze Berge von Akten. Aufgereiht liegen sie bei der Bürgermeisterin. Die ist selbst hin und her gerissen zwischen Mut, Wut und Verzweiflung. Es ist aber nie unbedingt gut, wenn die Gemeinde den eigenen Freistaat verklagen muss und auch noch mit dem Landkreis aneckt. Nur weil wir hier versuchen wollen zu überleben und vor allen Dingen diese Bildungsstrukturen in Ordnung zu halten. Zum Wohle eigentlich der Kinder und auch der Lehrer, der Familien, der Eltern. Wir arbeiten ja nicht gegen irgendjemand. Und ich habe immer gesagt, wenn diese Schule keine Überlebenschance hätte, dann würden wir es auch nicht tun. Aber inzwischen wird selbst im Kultusministerium eingeschätzt, dass sie überlebensfähig ist. Man lässt es nur nicht zu, weil das angeblich den Nachbarschulen schadet. Aber ich denke, auch denen würden etwas kleinere Klassen und vielleicht komfortablere Strukturen gut zu Gesicht stehen. Die Schule sollte keine 5. Klasse mehr aufmachen dürfen. Kurz vor Schuljahresbeginn hatten 2 Anmeldungen gefehlt. Solange den Schulstreit das Gericht nicht entschieden hat, werden in der Mittelschule 5. Klässler unterrichtet. Illegal. Von Lehrern, die sich freiwillig dafür melden. Und von Eltern, die nicht akzeptieren, dass ihre Kinder nicht in Seifenersdorf lernen dürfen. Für die Schulleitung kam das Aus der Klasse 5 kurzfristig. Ich fand es sehr schade, dass wir die 2 Klassen nicht unterrichten durften. Obwohl ich sie voll geplant hatte. Also sie waren mit dem Lehreretat und mit den Stunden, die vergeben werden müssen in der Klasse 5, waren sie voll drin integriert. Und ich bin bis fast eine sehr lange Zeit davon ausgegangen, dass wir die beiden Klassen auch trotz der 2 Kinder weniger hier im neuen Jahr unterrichten können. Lieber sollen die Lehrer pendeln als die Kinder, fordern Seifenersdorfer Eltern wie Familie Grünert. Zumal ihr Grundstück direkt hinter der Mittelschule liegt. Kürzer kann der Schulweg für Tochter Christine kaum sein. Länger schon. Wo wir jetzt hier sitzen, hinter uns ist die Schule zu sehen, 50 Meter entfernt. Das Kind bräuchte theoretisch über den Gartenzaun und ist da. Zum Schulbeginn, genauso wie nach dem Schulende, wieder zu Hause. Und sie müsste früh 6.15 Uhr mit dem Bus fahren nach Erbersbach und wäre zurück 2:30 Uhr. Streckenweise, wenn dann AGs angeboten werden, sicherlich 4:30 Uhr. Und dann ist sie im Prinzip dieselbe Zeit unterwegs oder auf den Beinen wie ich mit dem vollen Arbeitstag. Und das bei einer 11-Jährigen, sage ich mir, kann so gesund nicht sein und ohne dienlich für das Kind. An den Kindern zu sparen, halten Grünerts für einen Fehler. Weil Kinder und deren Bildung nun mal das Wichtigste seien. Ohne beides gäbe es keine Zukunft in der Region. Und wenn dann wirklich was getan wird, dass junge Leute da bleiben, und da fängt es wirklich bei der Schule an im Ort.
Wenn die jungen Menschen schon die Bindung zum Ort verlieren und die schafft die in jungen Jahren schon fort und macht die zu Wandersleuten und zu Zugvögeln, werden die am Ende auch nicht da bleiben. Dann sind sie es von klein auf so gewohnt. Mit den Folgen des demografischen Wandels ist auch der sächsische Politiker Heinz Eggert vertraut. Inzwischen selbst ein Senior, favorisiert er Lösungen im großen Rahmen. Ich glaube, was noch nicht begriffen worden ist, auch übrigens von vielen Bürgermeistern nicht, dass es nicht mehr geht um meine Stadt, sondern dass es darum geht um meine Region. Und sie bekommen auch für die Demografie keine vernünftige Regelung hin, wenn nicht vor Ort in einer Region unter Abwägung aller Entwicklungsmöglichkeiten, Entwicklungschancen, die man hat, gleichzeitig die Konzepte gemacht werden. Also in Dresden werden sie nicht gemacht werden können, sondern man muss sie in den Regionen machen. Und deshalb sind die Gemeinden ganz gut beraten, wenn sich 2, 3, 4 Gemeinden zusammentun und sagen, wo wird die Schule sein, wo wird das Gymnasium sein, wo wird dieses sein, sich untereinander absprechen, dann bekommen sie auch ganz andere Regelungen hin. Mit den Menschen ins Gespräch kommen, egal ob es die Erlbacher sind oder die in den Nachbargemeinden, das ist Chefsache bei Bürgermeister Herold. Im Fall des Ärztehauses half ihm die Kür zum Kurort, genauso wie seine guten Kontakte ins Umland. Eigentlich fand die Gemeinde keinen Arzt, der nach Erlbach wollte. Wir waren aber gerade bei der Prädikatisierung für unseren Luftkurort und da ist ein Arzt mit Kurerfahrung ganz wichtig für den Ort, ansonsten gibt es das nicht. Also haben wir hart verhandelt mit der Kassenärztlichen Vereinigung und mit der Paracelsus-Klinik in Schöneck. Mhm. Und daraus ist ein medizinisches Versorgungszentrum entstanden als Außenstelle. Und dadurch haben wir jetzt einen Internisten hier, der denk 4-mal in der Woche Sprechstunde hat, junge Zahnärztin. Dem Kurort sei also Dank. Ideen helfen weiter. Das haben auch die Geilerts im Dorf so gesehen. Statt abzuwarten und den Dingen ihren Lauf zu lassen, haben sie kräftig zugepackt und investiert in ihre eigene Gaststätte. Aber die Zeichen der Zeit setzen auch ihnen zu. Lebte das Dorf bis zur Wende mit und durch seinen Stammtisch, so ist das heute anders. Weniger Leute im Ort bringen weniger Gäste und schon gar kein Stammpublikum. Dabei braut Hans Geilert sein eigenes Bier, das selbst von den Nachbarn, den Tschechen, gern getrunken wird. Auch in der Stadt in Markneukirchen hat sich der Gasthof herumgesprochen. Aber das reicht nicht, um gut über die Runden zu kommen. Selbst dann nicht, wenn in der Gastwirtschaft nur Familienmitglieder arbeiten. Geht nicht spurlos an uns vorüber. Wir machen diese Entwicklung mit wie jeder andere Ort in diesem Staat. In Bayern ist es in jedem vierten Ort gibt's keine Gaststätte mehr. Bei uns kann das mittlerweile fast in jedem dritten Ort sein, dass es nichts mehr gibt. Diese Kultur geht kaputt und das ist nicht schön. Ich finde es einfach nicht schön. Mhm. Deshalb, wenn ich eine normale Gaststätte gemacht hätte, würde ich die gar nicht aufmachen. Dadurch, dass ich ein eigenes Bier habe, ist das was anderes. Mhm. Wenn natürlich die ganze Sache immer mehr verkommt, dass es also immer weniger wird in der Gastronomie, dann muss man auch zumachen. Haben Sie auch schon mal daran gedacht? Ja, klar. Ja, ja, haben wir schon öfters dran gedacht. Das ist alles nicht so einfach. In der Familie wird oft diskutiert, woran es fehlt und warum die Jugend abwandert. Sicherlich. Es gibt viele, die wollen halt den Luxus haben, sagen Großstadtfeeling. Ich gehe meine 8 Stunden arbeiten, kann abends Party machen. Sicherlich. Hast du halt hier nicht. Wenn du hier irgendwo fortgehen willst, fahren. Sonst keine Möglichkeit. Und Kultur? Kriegt man hier genauso. Gar kein Problem, dazu muss ich nicht in die Großstadt ziehen. Baden kann man hier, wandern kann man, was man in der Großstadt vielleicht nicht kann. Das Leben auf dem Land ist schön, egal ob mit oder ohne demografischen Wandel. Die Leute leben gerne auf dem Land, weil sie frische Luft haben, weil sie die Fenster aufmachen können. Sie nehmen in Kauf, dass sie etwas weiter haben zum nächsten Kino, vielleicht sogar zum nächsten Supermarkt. Denn das ist ein Stück Heimat und Heimat gibt der Sachse nicht so leicht auf.
Deswegen wird, glaube ich, der demografische Wandel nicht letztentscheidend dafür sein, ob jemand in der Stadt oder im Land oder auf dem Land wohnt, sondern er wird einen bestimmten Trend möglicherweise verstärken, der aber ohnehin vorhanden ist. Das bedeutet für das Land, dass im ländlichen Bereich man sich immer an andere Lebensformen gewöhnen muss. Hoi. Morgen. Statt des Supermarkts macht es der Tante-Emma-Laden in Erlbach auch. Vom Bier über die Wurst bis zu den Tomaten gibt es hier alles frisch. Das Geschäft, vor 23 Jahren mal als Zwischenlösung gedacht, ist mittlerweile das zweite Standbein von Helga Geilert, die den Weggang der Jungen im Dorf verstehen kann, den Generationenschwund fast fürsorglich begleitet. Weil wenn ein Junger wegzieht, der kommt nicht mehr zurück. Der baut sich dort seinen Stamm auf und kommt halt nicht mehr zurück. Und von den Leuten, die halt älter sind, muss man halt auch irgendwie die Kurve kriegen. Die muss man mit einbinden und deswegen bin ich halt noch da. Die Alten werden also älter, die Jungen deutlich weniger. Für die sächsische Landesregierung kein Grund für Untergangsszenarien. Demografie bedeutet ein sehr langsamer Wandel. Demografie bedeutet vor allem auch, dass die Menschen sehr viel länger dort leben, wo sie leben. Denn das vergessen wir meistens, wir werden ja auch älter werden und werden im Alter sehr viel aktiver sein. Also diejenigen, die dann 70, 80 sind, werden so aktiv sein wie noch in der letzten Generation oder in der Generation davor, die 50, 60-Jährigen. Und ich bin fest davon überzeugt, es wird keine verlassenen Orte oder leere Gegenden geben. Der Bahnhof in Seifennersdorf. Lange schon leer und verlassen. Von Ankunft oder Abfahrt ganz zu schweigen. Endstation Sehnsucht oder besser Abstellgleis könnte als Titel dafür taugen. Momentan fährt der Zug von einem Provisorium nur in eine Richtung, nach Tschechien und zurück. Doch wie lange noch, weiß die Chefin im Ort nicht. Zu wenige steigen ein, steigen aus. Es droht das, was der Bahnverbindung Richtung Dresden schon passiert ist. Sie wurde eingestellt, sang- und klanglos. Liebevoll wird das Schienengrab von den Anwohnern gepflegt, die den Anschluss an die Welt nicht ganz aufgeben möchten. Wir haben von diesem Behelfsbahnsteig 1,8 Kilometer bis zur Grenze und die sollen jetzt, also hier droht ebenfalls die Abbestellung. So, und dann werden wir, wenn das so eintreten sollte, was wir nicht hoffen, was wir verhindern wollen, ganz vom Schienennahverkehr abgekoppelt. Dann würde der Zug von Zittau in Warnsdorf enden, in Tschechien. Und wir müssten dann bis dorthin laufen, damit wir in den Zug einsteigen können. Täglich fahren mit dem Auto von Erlbach nach Bayern, das nehmen Heike und Jörg Stöß freiwillig in Kauf. Um die 40 Kilometer eine Strecke. Dass der Arbeitsweg mitunter sehr lang werden kann, ertragen sie. Der Installationsmeister und die Steuerberaterin wohnen mit Kindern und den Eltern im eigenen Haus. Familie Stöß gehört zu den Neuzugängen im Dorf. Sie ist aus der Region, gezielt hierher gezogen und nicht nach Franken zum Arbeitsort. An erster Stelle steht natürlich die Immobilie, die, wie das Wort sagt, immobil macht. Dann hat man Freunde und Verwandte hier und einen guten Lebensstandard hier, trotz dass wir im Vogtland sind und auf dem Dorf sind. Und das würde ich also gegen die Stadt nicht eintauschen wollen. Und Sie? Nö, ich fühle mich einfach heimatverbunden. Ich bin gerne hier. Sie sehen ja die schöne Landschaft. Nö, kommt nicht in Frage. Familie Stöß drückt den Altersdurchschnitt im Ort. Dass die Mehrheit im Dorf deutlich älter ist, stört sie nicht. Beide machen im Verein der Feuerwehr mit. Jörg Stöß engagiert sich auch noch im Gemeinderat. Das Klima, also die Wohlfühltemperatur in Erlbach, begeistert sie. Vom Pfarrer bis zum Bürgermeister sind alle per Du, erzählt der Familienvater. Also Erlbach an sich unterscheidet sich grundsätzlich in allen Zügen von allen anderen umgebenden Gemeinden. Durch die Vereine, durch die lebende Gemeinde, durch die Freundlichkeit der Menschen, durch die Nachbarn, durch alles. Also man hebt sich hier schon ab von dem, ich möchte nicht sagen Einheitsgrau, aber von den einheitlichen Sachen, die es überall gibt. Genauso ungewöhnlich die Jugendaktion im Dorf. Einmal im Jahr motivieren alle 35 Vereine von Erlbach ihre Jugendlichen, 48 Stunden lang gemeinnützige Arbeit für den Ort zu leisten.
Selbst die Kleinsten vom Wintersportverein sind mit dabei und zupfen das Unkraut im Barfußpfad. Dass hier manches anders läuft, daran ist auch Hardo Kentschek beteiligt. Der Soziologe berät Erlbach im Projekt Demografischer Wandel, arbeitet speziell mit Jugendlichen zum Thema, was soll sich hier verändern, damit die Jugend im Dorf ihre Perspektive sieht. Dort, wo Jugendliche das Gefühl haben, sie werden gehört, sie können sich beteiligen. Wir haben also kein Diktat der Zeitreichen, das heißt der Senioren, sie können sich also wirklich echt beteiligen. Haben sie das Gefühl, hier wirst du gebraucht, hier kannst du dich einbringen, hier hast du eine Perspektive. Und es ist kein Zufall, dass in dieser Kommune wir also zunehmend Anfragen haben nach Wohnraum, junge Familien sich an. Also hier hat sich so eine Beteiligungskultur von jungen Leuten auch etabliert. Auch der Jugendclub schrubbt mit, ohne mit der Wimper zu zucken. Das Prinzip im Dorf, geben und nehmen, scheinen die Jugendlichen verinnerlicht zu haben. So wie es ist, ist schön. Und wenn man den Ort immer ein wenig schöner machen kann, ist es noch schöner. Gut, aber die Gemeinde macht ja eigentlich auch relativ viel für uns. Also wie gesagt, wir kriegen den Jugendclub kostenlos, wir müssen keinen Strom zahlen, keine Miete, nichts. Und dann können wir ja auch mal was machen. Mhm. Damit die Jugend im Dorf bleibt, später Familien gründet, wirbt die Gemeinde Erlbach auch mit preiswertem Bauland und günstigem Wohnraum und setzt die Schwerpunkte geschickter als noch vor Jahren, sagt ihr Berater. Junge Familien sind keine weichen Standortfaktoren, das sind knallharte, harte Standortfaktoren inzwischen. Und ringsherum, die anderen fahren alle eine ähnliche Strategie. Ihr müsst besser sein, ihr müsst das gut kommunizieren. Ihr müsst überlegen, dass ihr euer Geld ganz anders strategisch positioniert. Vor allen Dingen, wenn es in den nächsten Jahren weniger geben wird. Und da ist dann die Frage, machen wir eine Umgehungsstraße, die wir vielleicht gar nicht mehr brauchen? Oder investieren wir in die Zukunft unserer Gemeinde, also in junge Leute, in junge Familien? Das sind ganz harte Aushandlungsprozesse, die uns noch bevorstehen. Wie wird Seifennersdorf in 20 Jahren aussehen? Öde und verlassen oder kleiner und feiner? Das Leben im Ort lebenswert gestalten, trotz weniger Einwohner, eine große Aufgabe. Immer dabei im Blick, dass der kommunale Haushalt künftig nicht größer, sondern kleiner werden wird. Ein schwieriger Prozess, in dem Bund, Land und Kommune gemeinsam agieren müssen, wenn die Alten immer älter und die Jungen immer weniger werden. Es muss alles ineinander greifen, es muss alles passen und einen Großteil müssen wir hier einfach auch selber wissen, wohin wir wollen, was wir wollen und müssen uns auch selber darum kümmern. Wir können ja erwarten, dass das einfach Fremde für uns stemmen und auch noch das Richtige für uns hier aus der Kiste zaubern. Also wir müssen schon selbstbewusst um unsere Grundlagen kämpfen und wissen, was die Region braucht und dafür auch gerade stehen und uns dafür einsetzen. Ein Spiel auf Zeit kann sich keine Region und Kommune mehr leisten, so die Demografen, wenn die Gesellschaft an Unterjüngung leidet. Die Erlbacher, fast am Ende der Welt, wie sie selbst sagen, haben offensichtlich die richtige Strategie gefunden. Der entscheidende Punkt ist ja nicht, wo liegt die Region, sondern Konzepte können keine Chancen erkennen, auf die Köpfe kommt es an. Dort, wo sie die richtigen, so wie hier, die richtigen Leute haben, dort, wo Demografie Chefsache ist, dort, wo sie schaffen, die Bürger einzubinden, dort, wo sie ein bisschen clever mit ihren Umlandgemeinden umgehen, dort, wo sie laut rufen Richtung Landesregierung, also das auch clever machen, dort funktioniert es. Nach der reinen Lehre wären das hier eine Region, wo es ganz schwierig wäre. Und dann kommen sie her und sagen, Moment, das stimmt doch gar nicht. Ja? Was ist jetzt hier los? Ne? Und da sehen sie, es sind die Köpfe. Voll bepackt kehren die Oldies aus der Stadt zurück. Einkauf erledigt. Was kommt, wissen die Alten nicht. Nur, dass jeder Tag beschwerlicher wird. Was kommt, wissen auch die Jungen nicht. Nur, dass sie später für mehr Alte aufkommen müssen. Was kommt, wissen auch Experten nicht endgültig. Nur, dass es irgendwie weitergehen wird. Der demografische Wandel ist weder Herausforderung noch Chance noch Krise. Der demografische Wandel ist so, wie er ist. Das heißt, wir leben mit einem Phänomen, was natürlich unser Leben beeinflussen wird, auf das wir uns einstellen müssen, aber gegen das wir genauso wenig machen können wie gegen das Wetter. Deswegen ist er auch weder Drama noch Hoffnung, sondern die Welt wird sich verändern, wie sich in den letzten Tausenden von Jahren immer wieder verändert hat. Und insofern bin ich da ganz hoffnungsvoll, dass auch der demografische Wandel ein Phänomen ist, was wir meistern werden als Menschen.